ich würde sagen, wir machen hier einfach mal Warp hier. Weil so viel Spannendes passiert ja da nicht. So, wir sind Space High Over immer noch. Das ist okay. Und wir haben noch 12 Minuten bis zur Periapsis. Das machen wir ganz kurz aus. Weil es ein bisschen nervt, wenn es an ist die ganze Zeit und nichts Sinnvolles tut. Außer mich zu nerven. So, Strom geht gerade richtig schnell nach unten. Aber so ist das halt. Gut, wir machen jetzt eine Bremsung in den Orbit rein. Wir haben noch 386 Delta V. Das ist natürlich nicht besonders viel, aber... Um das aber gleich mal anzubringen. Erstens ist da noch Sprit drin. Den werden wir nicht komplett aufbrauchen. Zweitens ist da noch eine Stage. Und drittens können wir den Sprit nachher auch wieder umpumpen. Also, ich bin mal ganz unbesorgt, dass das irgendwie alles hinhaut. Und jetzt hauen wir mal die Bremse rein. Und machen da einen niedrigen Orbit draus. Ich würde sagen, wir gehen mal so auf 25 Kilometer Höhe runter. Mit der Periapsis. Damit wir die Low-Sachen abgreifen können und uns auch schon mal eine schöne Landestelle aussuchen, die uns gefällt. Ich glaube, ich würde fast dazu tendieren, so ein Becken hier zu nehmen. Müssen wir mal gucken. So. Also insgesamt ist das ganz gut vom Treibstoff her. Wir sind immer noch auf der Stufe, die eigentlich den Transfer nach Minmus fliegen sollte. Alleinig. Und da wir mit der immer noch fliegen... Ja gut, jetzt sind wir bei 20, dann machen wir 20 draus. So, 20 Kilometer Höhe. Gut, und dann hätte ich gesagt, wir bleiben mal auf Science Here and Now und warten, dass wir in Space Low gehen. Gut, ich mache Science Here and Now mal kurz aus. Das, so bringt das ja nichts. Yay, Persistent Rotation for the win. Bisschen Schwerkraft erzeugen. Bis das Boot auseinanderbricht. So. Also wir gehen jetzt mal kurz zur Periapsis rüber. Das sieht schon schön aus, ne? Nimbus meine ich jetzt. Die Oberfläche. Sieht spannend aus mit diesem dunkel verwaschenen Stil. Sieht auf jeden Fall spannend aus. Und wir hätten hier tatsächlich dieses Becken im Tageslicht. Also ich glaube, ich würde schauen, dass wir die Landung hier machen. Wir können uns das ja gleich nochmal auf der Karte angucken, was wir so gefunden haben bisher. Aber insgesamt spricht da, glaube ich, vieles für. Jetzt können wir mal gucken, das müsste mittlerweile Space Near sein. Genau, jetzt feuern wir hier mal nochmal das ganze Feuerwerk ab, damit wir die Wissenschaftsdaten haben. Ich glaube, Funken dürfte gerade nicht gehen. Hä? Ach, wir relayen über den Satelliten. Sehr schön. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen gewundert, wie wir durch Minmus durch Science-Daten verschicken, aber ja, hat sich gerade erklärt. So, Radio Plasma Wave Scan. Schwupps. Sehr schön. So, auch weg damit. Atmospheric, Atmospheric Pressure Scan, den können wir speichern. Mystery Goop können wir wahrscheinlich gar nicht. Die muss ich erstmal resetten gehen mit dem Wissenschaftler gleich. Dann kombinieren wir das doch mit dem EVA Report, den wir eben machen müssen. Schwupp. Einmal EVA Report. Und dann gucken wir mal schnell, dass wir die Dinger hier resetten. Das ist natürlich blöd, dass die jetzt Supply Bag. Alkaline Fuel Cell. Schwupps. Magnetometer. Mystery Goo. Da ist schon mal das erste. Restore. Und irgendwo ist doch das Lab dann bestimmt auch da. Restore. Okay, sehr schön. Haben wir das auch schon mal geklärt. Und können wir wieder an Bord gehen. So, dann können wir die noch observieren. Und einmal speichern.
Sehr gut. Und sind sogar noch rechtzeitig. Ja, der sammelt mir zwar die Experimente ein, Mickey, aber der resettet mir nicht die Labore und Dingskrams. Das ist mein Problem. Also ich sammle über den Container schon ein. Aber ich muss leider nochmal raus und den Eva-Report mitnehmen. Ich muss trotzdem ran und die Experimente resetten, also solche Experimente, die nicht mehrmals benutzbar sind eigentlich. Also zum Beispiel Mystery Goo und Labor kannst du ja nur einmal benutzen, aber wir haben ja einen Wissenschaftler mit dabei, der kann natürlich die Experimente wieder in einen sauberen Zustand bringen. So. Zack. Sehr schön. Und wieder rein. So. Sehr gut. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen was an Bord hier. Das kann auch wieder eingeklappt werden. Und wir sind jetzt gleich auf 20 Kilometer Höhe. Das heißt, wir können uns dann jetzt noch in den Orbit runterschrauben auf 20 Kilometer. Und wahrscheinlich auch schon mal. Ah, wollen wir den Länder schon trennen? Achso, wir kommen so rumgeflogen. Eigentlich können wir den Länder dann sogar direkt trennen, ne? Wir bereiten das mal vor. Wir nehmen mal Transfer Crew. Der Theo Kerman geht schon mal hier rüber. Und Transfer Crew, der Svensson Kerman geht auch hier rüber. Zack. So. Dann bremsen wir jetzt einmal das Boot noch in den 20-Kilometer-Orbit. Sobald wir drüber sind, dann können wir eigentlich direkt die Landefähre abkoppeln und uns hart runterbremsen. Dann können wir direkt eine Landung machen. Keine Spielereien hier. Oh, kommt. Einmal. Einmal ein Eva-Report geht noch. Den macht jetzt mal der Fischkopf. Und wieder rein. Zack. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier, glaube ich, mittlerweile echt viel Daten drin, die teilweise auch übertragen werden können. Ne? Aufheben, aufheben, aufheben. Das können wir noch übertragen. Das können wir auch noch übertragen. Das können wir auch noch übertragen. Das können wir aufheben, aufheben, aufheben. Übertragen. So. Jetzt aber. Übertrage all diese Science. So. Eine Innenansicht vom Lander machen. Na klar, wir können mal reingucken. Wir haben nämlich noch 2 Minuten Zeit. Das ist ja unsere Kapsel. So, und der Lander sieht so aus. Also wir haben hier einen, der das steuert am Fensterchen. Und können hier natürlich auch noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Lustiges einschalten. Sowas hier. Zack, das ist jetzt natürlich auch ein Mod. Wer hätte das gedacht? Namens Raster Prop Monitor. So sieht der Länder von innen aus. Und dann gibt es da natürlich noch einen anderen Typen, der sitzt hier hinten und muss zugucken. Oh, sie haben sogar gebrandete Kisten mit dabei und muss zugucken, wie der andere Unsinn treibt. Also einer darf nur fliegen. Genau, und er kann hier mit den Scansat-Daten und allem drum und dran Dinge tun. Oh, kann man da sogar unterschiedliche Sachen einschalten? Sehr schön. Ach, so viel Spielkram, so wenig Zeit. Na, schau mal. Können wir sogar gucken, wie die Biome hier schon gescannt sind? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gut, jetzt machen wir aber mal vor lauter Spielerei unser Manöver sauber. Bremsen uns erstmal sauber in den Orbit ein. Ist gar nicht so einfach, ne? So ein Orbit bremsen. So. An der richtigen Stelle. Wir brauchen halt echt nicht viel Schub, ne? Zip. So, das reicht. So, und jetzt können wir eigentlich direkt sagen, wir machen hier den Undock. So, und gehen rüber auf unseren Länder.
und entfernen uns hier mal ein kleines Stückchen und gehen auch schon mal. Warte mal, das ist nach unten. So, einfach erstmal ein bisschen zur Seite, dass wir nicht the Tile belästigen. So, und jetzt machen wir hier unsere Tankventile auf, zünden unseren Antrieb und ich würde sagen, wir können dann jetzt gleich mal, wenn wir ein bisschen von den Solarpanelen weg sind, eine Bremsung einleiten, dass wir runterkommen. Wir haben mehr als genug Thrust-Weight-Ratio. So, ich entferne mich jetzt erstmal langsam von unserem Raumschiff. Zack. So, wir haben schon wieder irgendwas gemacht. We have performed the spacewalk in orbit of Minmus. Und das gibt natürlich wieder einen dicken Bonus, weil wir das erste Mal machen im Minmus-Programm. Und das Minmus-Programm uns einfach 400% Bonus auf alles gibt, was wir an Minmus tun und erreichen von diesen World-First-Achievement-Dingern. So, und wir entfernen uns jetzt quasi von unserem Mutterschiff und leiten die Landung ein, um hier irgendwo auf dem Terrain zu landen. Und haben schon wieder irgendwas. Oh! Suborbital Spaceflight. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich nicht mehr im Orbit. Gut, dann können wir jetzt mal ein bisschen den Gashahn aufdrehen, dass er hier auch vorwärts geht. So, ich gehe einfach mal mittig in das Becken rein, ne? Und ja, Raster Prop Monitor, wie man sehen kann, funktioniert für die 122, weil ich spiele hier 122 und man mag es kaum glauben, aber das hier ist Raster Prop Monitor. So, wo gehen wir denn runter? Wir müssten ja da mal... Ist das so größer? Ja. Wir gehen jetzt hier so... Ach, das ist noch nicht gescannt, das Gebiet, in dem wir runtergehen. Na gut. Ist halt so ein Becken, ne? Das kann man hier schon sehen. Decent, decent. Okay, okay. Und wir sinken langsam. Sehr schön. Was gibt's denn hier noch für Knöpfe? Okay, ich habe ein paar Sachen wohl nicht installed. Matchup auch nicht. Target Management? Nee, das wollte ich auch nicht. Celestials. Minmus. Ja, da bin ich. Na gut. Target Management, das da. Was war noch? Das Scansat. Orbit-Informationen. Minmus-Länder, oh, Infos, wir sind suborbital. Commander ist der Theo Kerman momentan. Sehr schön. Temperatur minus 68 Grad Celsius, da sollte man nicht rausgehen. Ah ja, Engineer Theo Kerman, Scientist Svensson Kerman. Ah, wir haben sogar einen Flightlog, alles mit dabei, alles. External Cam, kein Signal, schade eigentlich. Was machen wir hier wieder an? Wir machen hier wieder unseren Radar Altitude an. So, da aus dem Fenster kann man ein bisschen was sehen. Und du kannst den Raster Prop Monitor, glaube ich, einfach über CCAN installieren. Und wenn du meinen CCAN-File nimmst, müsste der sich eigentlich mit installieren, glaube ich. Oder ich habe es vergessen abzudaten. Aber theoretisch sollte das passen. So, Landelicht machen wir auch mal an, würde ich sagen. Landelicht ist an, auch wenn das ein bisschen Firlefanz ist, während wir im hellen Tageslicht absinken. So, die zwei haben mal wieder ihren Helm aufgesetzt, was auch immer sie diesmal dazu bewegt hat. Sie werden ihre Gründe gehabt haben. Gut, und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das hier an und wir gucken mal, was wir alles noch mitnehmen können. Das ist natürlich Aufgabe unseres Wissenschaftlers hier, die Wissenschaftsdaten einzusammeln. So. Achso, und wo wir schon mal dabei sind, kann er eigentlich die Zeit für den Abstieg noch nutzen. Erstmal los. Dankeschön. So, und kann sich mal damit beschäftigen, diese Experimente noch zu resetten. Ist eigentlich ganz gut, dass wir den von unten sehen, den Ring. Dann sieht man nämlich auch, wo die zu restorenden Sachen sind direkt. Da drüben ist nämlich der Mystery Goo. Schwupp. Und ja, ich habe die Ruhe weg, aber wir haben auch noch 16 Kilometer Zeit bis zum Boden. Los, komm schon. Restore. Guti. Dann können wir jetzt wieder rein. Sehr schön. Wieder was erreicht heute. Lalalala. Zack. Und
Board. So, wir gucken mal, was hier so zu holen ist. Ob schon was Neues kommt. In irgendeiner Form. Was irgendwie vielleicht mit Minmus zu tun hätte. Plant Flag on Minmus. Check. Wird erledigt, Meister. Alles. Alles, was er will. So, wir bereiten uns auf die Landung vor. Aber wir haben echt noch Zeit. Und zwar, genau genommen, 2 Minuten und 57 Sekunden. Und ich würde sagen, wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen durchsacken. Space near Minmus Greater Flats. Okay. Ah, wir haben 1600 Delta V. Wir können uns dann noch überlegen, ob wir noch eine andere Stelle besuchen wollen auf Minmus oder sowas. Mal gucken, ob der Scansat in der Zeit irgendwas Spannendes findet. Für uns, wir haben noch einiges an Zeit insgesamt. Altitude Terrain sind noch 8000 Meter. Und je näher wir kommen, ich muss sagen, umso schöner sieht es aus. Also bisher wandelt es sich noch nicht in ein gefracktes, kaputtes, optisches Flickenwerk, sobald man ein bisschen tiefer kommt, sondern ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich begeistert, wenn ich da mal so rausgucke. Ist echt schön. Schade, dass unsere Stelle hier noch nicht gescannt ist, aber hat schon optisch was. Hat schon wirklich optisch was. So, ich fange mal an zu bremsen, dass wir nicht gleich zerschellen oder irgendwie sowas. Ich meine, wir haben noch ewig viel Zeit und das Triebwerk hat eine Thrust-Weight-Ratio von 14, wenn ich es voll aufdrehe oder so. Well. Also, da geht schon noch was. Aber wir können es ja jetzt mal ganz entspannt machen. So, zum Thema ganz entspannt, da werde ich auch nochmal einen Schluck trinken, bevor wir das Abenteuer Minmus hier begehen. Und ich glaube, kohletechnisch haben wir die 200.000 ja aber sowas von locker schon wieder rausgeholt. Wir sind schon wieder fast bei 2 Millionen und 300 Science-Punkte, Freunde. Das gibt heute eine große Wissenschaftsschlacht noch, wenn wir zurückkommen. Aber eine ganz große. So. Ich glaube, den Rest lassen wir mal durchsacken und machen das so ein bisschen Suicide-Burn-mäßig. Damit wir nicht ganz so viel Sprit vergeuden. Dann haben wir den noch, um nach Hause zu kommen. Joa. Das sieht doch alles ganz gut aus bisher. Das sieht doch alles ganz gut aus. Also wirklich, dafür, dass das so eine riesen Monster-Rakete war und wir es unbedingt Apollo-Style... Und wir ist auch schon wieder falsch, das habe ich mir natürlich irgendwie in den Kopf gesetzt gehabt. Machen wollen müssen, sieht das doch alles insgesamt ganz gut aus. Und jetzt müssen wir hier nur noch eine saubere Landung hinzimmern. Die haben wir in 2800 Metern. Dann haben wir Bodenkontakt. Irgendwo müsste auch unser Schatten schon ganz gut zu erkennen sein. Ja, da kommt er. Und ich glaube, wir sehen, eben hatte ich noch Körben gesehen, aber ich glaube, mittlerweile ist es vorbei, ne? Ja, wir sind jetzt auf der... Ja, doch, er ist gerade untergegangen wahrscheinlich. Doch, da kann man ihn noch ein bisschen Reste von Körben sehen. Und Anonymous ist jetzt auch ein Körbonaut. Ich hoffe, ich muss mir keine Sorgen machen. Ich hoffe, das ist nicht dieser Anonymous, der immer alles hackt und so. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Gut, wir bremsen mal ein bisschen für die letzten paar Meter, dass wir nicht zu schnell runterkommen. Aber ich glaube, wir müssen uns da keine Sorgen machen, dass da irgendwie ein Aufschlag passiert. Wir haben immer noch 1475 Delta V zur Verfügung, also alles gut. Ich glaube, wir haben auch noch Massen an Monopropellant mit dabei, ne? Ja. Naja, also Massen, also so 40 fast. Immer noch. Gut, haben wir eigentlich eine Funkverbindung irgendwo hin? Nö. Doch, wir haben immer noch eine Funkverbindung nach Körben durch den Berg. Da auf 40 Kilometer Entfernung fliegt unser Raumschiff davon, das uns hier abgeliefert hat. Tja, dann Titan Surfer auf die Art und Weise nochmal. Willkommen als Körbonaut, wenn du der Anonymous bist. Verrückt, diese Hacker immer. So, 400 Meter noch und wir sinken langsam. Und das finde ich immer ganz cool mit diesen Landefähren eigentlich, dass du hier dieses Fensterchen hast, wo man sich das angucken kann. Wir haben einen tollen Kurs hingelegt, so. So, aber ich mache das trotzdem mal von draußen. Das kriege ich einfach irgendwie ein bisschen entspannter hin. So. Ganz gemütlicher Abstieg. Wir werden langsam, langsamer, aber ganz langsam. Und haben noch 200 und ein bisschen Meter.
bis zum Bodenkontakt. Unsere Landelichter haben sogar schon Effekt. Also man kann sogar sehen, dass wir da was beleuchten. Jetzt unser Schatten dafür weg. Warum eigentlich? Naja, da kommt er jetzt wieder. Ach, wir haben auf den besseren Schatten umgeschaltet. Auf. Wir sind im Endanflug. Der Boden sieht immer noch gut aus. Ich bin guter Dinge, dass das echt hübsch werden könnte hier auf Minmus. Gut, letzten paar Meter. Also wir sind schon deutlich mit 5,8 Metern unter der Impact Tolerance von unserem Schiffchen. Ich werde es jetzt ein bisschen nochmal hochziehen, dass wir die letzten Meter des Abstiegs nutzen, um die Geschwindigkeit runterzubringen. Was ist da eigentlich los? Toggle-Sensors, so. Und mit einer geschmeidigen Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde, nicht mal mehr. Touchdown. Ah, schön. Und da ist sogar noch ein Millimeter Platz zwischen dem Triebwerk und dem Boden. Ist das nicht schön? Bisschen eingesunken sind wir. Wir sind das erste Mal auf Minmus gelandet und das weiß auch die World First Milestone Society und schiebt uns mal eben nochmal 174.000 Kerbel-Dollar rüber und ein paar Wissenschaftspunkte. Und damit sind wir jetzt offiziell über den 2 Millionen angekommen. Sehr schön. So. Ja, landen können wir, ne? Gut, ich würde sagen, wir sind angekommen. Das heißt, wir machen jetzt mal hier die ganze Experimentbank vom Raumschiff aus. Und dann machen wir als nächstes die Surface-Experimente. Da wird Svensson als Nähe. Wahrscheinlich muss der Engineer raus und muss das aufbauen. Das muss ich jetzt gleich mal gucken, wie das so funktioniert. Haben wir noch eine Verbindung? Ja, wir haben noch eine Verbindung. Sehr schön. Und wir haben... Ach ja, Science Data from Surface of Minmus, da war ja was. Und wir haben natürlich To Boldly Go von den Minmus Greater Flats aus. Das erste Mal was rausgesendet. Und Silimar zählt irgendwas runter, ich weiß zwar nicht was, aber ich bin gespannt, was da passieren wird. Irgendwas countdownt er. So, wir haben einen Crew Report, den können wir auch noch raussenden. Und wir können unser Laser Surface Experiment machen, da ist es. Oh, guck mal, wie wir den Boden weglasern. Zip, 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 zip. Und das hat irgendwas ergeben. Not enough electric charge für unser Experiment. Das ist natürlich ärgerlich. Da müssen wir jetzt mal kurz, weil ich keine Lust habe zu warten, bis die Fuel Cells das alles komplett aufgearbeitet haben. Müssen wir mal kurz die Fuel Cell, bis die Solarpanel das dazu aufgearbeitet haben. Beschleunigen wir das mal ein bisschen und machen dann nochmal unser Laser Surface Scan. Und zwar jetzt. Los geht's. Laser brauchen wohl viel Strom. Piu, piu, sehr schön. 30 Science-Punkte. Hinaus damit. So. Hä? Achso, war schon wieder irgendwas alle, oder? Ich glaube, ich habe einfach nicht... Das wäre ja witzig, wenn ich nicht genug Strompuffer hätte. Doch, geht. Um das Experiment zu übertragen. So, Temperaturscan. Wird gemacht. Heben wir auf. Atmospheric Pressure Scan heben wir natürlich auch auf. Mystery Goo gucken wir uns an. Heben es auch auf. Und Material Study machen wir natürlich auch noch. Alles wird hier gemacht. Alles. Keep Experiment. So, dann bleibt noch der EVA Report und das Surface Sample. Und da wir jetzt ein paar Sachen erledigt haben, werfe ich nochmal einen kurzen Blick, was es noch Neues geben könnte auf Minmus. Magnetic Environmental Scan, High Orbit, Low Orbit, Plasma Wave Scan haben wir. Achso, das ist ein spezieller Orbit. Hm. Aber wir könnten das theoretisch machen. Achso, hahaha, Enter and Maintain Proper Orbit für 75 Tage. Ja, nee, machen wir mit dem Ding hier auf jeden Fall schon mal nicht. Das würde ein bisschen nach hinten losgehen, weil wir dann alle ganz fürchterlich verhungern. So, ich ziehe das jetzt hier mal sicherheitshalber ein, dass keine komischen Sachen passieren. So, und ich würde sagen, ich schicke jetzt mal als erstes den Ingenieur nach draußen, einfach um zu gucken, wie wir das machen mit dem Aufbau. Und die Fuel Cell können wir ausmachen, wir haben genug Strom über den Solarkram. Das heißt, Theo darf jetzt als erster Kerbel Minmus betreten. Und da wir eine Leiter angebaut haben, machen wir das natürlich stilecht über eine Leiter. Ach so, ja, ich könnte ihn natürlich noch hier lassen, ne? Und der Länder macht das einfach.
Das ist ein durchaus valider Punkt. Toaster. Es ist tatsächlich, ja, ich habe einen Probe-Core drin. Irgendwas funktioniert mit der Leiter nicht gut. Ich lasse mich einfach fallen. Hui. Pop. Guck mal, wie schön fluffig er fliegen kann. Er fliegt schon irgendwie, oder? Na gut. Und guck mal, das ist doch das Beste eigentlich. Schön die Reflexion der Landefähre. Okay, wir machen mal unseren IFA-Report. Und wir nehmen natürlich auch ein Surface-Sample. Und dann machen wir als allererstes mal das Wichtigste, was man so machen muss. Was, wenn man als Theo Kerman als erstes auf dem Minmus angekommen ist, man baut hier natürlich eine Flagge hin. Nicht nur, weil es Geld gibt, sondern auch, weil die Flagge schön ist. Da steht nämlich Hardcore Kerbal Colonization drauf. Erste Minmus-Landung. Und die wurde natürlich durchgeführt von Theo Kerman. So, da freut sich der Theo. Und wir nehmen jetzt mal aus diesem komischen Safe die ganzen Sachen raus, mit denen wir was basteln können. Theoretisch zumindest was basteln können. Schauen wir mal, wie das so funktioniert. Ist ein Weilchen her, ich habe da mal ein Tutorial zu gemacht, aber ist echt ein Weilchen her und naja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Mal gucken, ob ich mich noch erinnere, wie es alles funktioniert. Auf jeden Fall werden wir wohl irgendwelche Werkzeuge brauchen. Dementsprechend nehme ich mal das da mit und das da mit. Und ich nehme ein paar von diesen Steckern mit. Und ich nehme diese Central Station mit. Und irgendwo gab es noch Solarpanels. Ja. So. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Weil ich vermute mal. Ich glaube, man konnte das Ra Ding auch verbinden mit der Stromversorgung des Raumschiffs, indem man einfach so einen Stecker daran packt. Aber wir haben ja Solarpanels, also müsste es eigentlich funktionieren. Gut, ich nehme jetzt mal das da in die Hand. Und vermute mal, so, das war doch relativ einfach. Relativ. So, wir haben unsere Zentralstation aufgebaut. Die hat jetzt natürlich nicht besonders viel Strom, deshalb bauen wir da als nächstes mal Solarpaneele ran. Von denen habe ich natürlich sage und schreibe ein Stück mitgenommen. Ich hoffe einfach, dass das reicht. Well, ist da auch Sonne, wo die hingucken? Ich hoffe, da ist auch Sonne. So. Activate. Schwupp. Okay, es scheint. Scheint zu funktionieren. Und da ist auch Strom drin. Gut, so weit, so schlecht. Wir haben eine Zentralstation mit Solarpanels. Dann würde ich sagen, bauen wir das hier mal weiter auf. Und bevor wir jetzt hier aber zu viel rumdüdeln, kommt der Wissenschaftler raus. Das ist Surface Experiments, nennt sich der Mod. Ist auch in meinem Seekern-File mit drin. Schwupp. Und unser Wissenschaftler kommt mal dazu und beaufsichtigt hier alles mal, dass das wissenschaftlich korrekt läuft. Weil sonst sind die ganzen Sachen ja nichts wert. Der kann sich hier nämlich mal an die Station stellen und die bedienen. Einer muss ja hier auch dafür sorgen, dass es funktioniert, ne? So. Schön Licht an. Zack, Station beleuchten. Gut, dann sind hier nämlich auch alle beteiligt. So, und Theo baut das mal weiter auf. Und wir haben als nächstes, ich glaube, wir nehmen mal den Stromverteiler. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und wir fangen mal mit dem Retroreflektor und dem passiven seismischen Experiment einfach an. Komm, irgendwas können wir noch mitnehmen. Nee, können wir nicht. Irgendwas Kleineres? Können wir auch nicht. Ist wohl alles genauso groß. Okay. Das war eins zu viel.